Konstrukt, ich würde mal sagen, asozial geht. Denn im Prinzip, wer definiert sozial? Wer setzt asozial einfach mit unsozial gleich? Wenn es also keine, wenn es erstmal schon keine abschließende, allgemein anerkannte Definition für sozial gibt, wie kann denn jemand unsozial sein? Also wer definiert diese Begriffe, wer hat die Hoheit und die Macht dazu, diese Begriffe zu definieren? Im Sinne eines jeweils herrschenden Systems. Und wer schafft bzw. konstruiert dann die sogenannten Asozialen, die dann, also über ein Konstrukt, das ausschließlich zur Kriminalisierung, Ausgrenzung und Stigmatisierung von Menschen konstruiert worden ist. Das erste Mal des Auftauchen dieses Begriffs ist Anfang des 20. Jahrhunderts. Und ich glaube, diese Negativbeschreibung von Menschen aber schon wesentlich länger. Die soziale Ausgrenzung gibt schon länger, rassistische Verfolgung gibt es auch schon länger. Die Zuschreibung als unnütz, als unwert, als Gemeinschaftsfremd, arbeitsscheu. Diese beiden Dinge zurück zu verfolgen. Und ich sage mal, ein entscheidender Punkt war so ein bisschen die Zeit um Luther und Calvin, wo der Arbeitsbegriff neu definiert worden ist. Da wurde nämlich aus der Lust am Arbeiten auf einmal der Zwang und das Muss des Arbeitens. Also entstand dieser sogenannte protestantische Arbeitsethos, der uns bis heute im Prinzip verfolgt und der das Stigma asozial eng verknüpft mit Arbeitswille, Arbeitsverweigerung, Arbeitsscheu und so weiter. Also es gibt eine historische Dimension, die die Entstehung dieses Stigmas weiterverfolgen lässt. Und wenn wir zum aktuellen heute kommen, ist die historische Komponente raus. Es wird nur noch als stigmatisierendes, als diskriminierende Zuschreibung verwendet. Es wird entkontextualisiert und enthistorisiert verwendet. Und es wird auch nicht über die Folgen einer solchen Zuschreibung in der NS-Zeit zum Beispiel sehr wenig nachgedacht. Das liegt sicherlich auch einmal an der fehlenden Aufarbeitung nach 1945. Das bin ich ja nicht mehr. Und wenn man sich mal überlegt, ein Bewahrungsgesetz für Menschen ist immer an inhaltlichen Detailfragen gescheitert. Aber es gab ein einziges. Und das in der Bundesrepublik in den 60er Jahren. Vielleicht nochmal eine zweite historische Komponente. In den 50er Jahren wurde Roma, Zivilen Roma, die vor 1942 verfolgt worden sind, eine politisch motivierte, eine rassistisch motivierte Verfolgung aberkannt, sozusagen, per Bundesverfassungsgerichtsurteil, weil sie eben halt vorher schon als kriminelle oder asozial verfolgt waren. Das sind Komponenten eines Stigmas, so wie es ihn gewirkt hat, das ist eben halt symptomatisch für dieses Stigma, weshalb wir ja heute auch dafür eintreten, dass das Stigma nicht mehr eingesetzt wird. Das heißt, ich kann, da bin ich beim nächsten Punkt, nämlich der aktuellen Debatte, Sarrazin so oft als asozial bezeichnen, wie ich will, es wird ihn nicht treffen. Es wird die treffen, die nicht in das Stigma kehren können. Und die werden sozial ausgegrenzt. Nicht ein Herr Sarrazin, dem die Menschen scharweise mit seinen, also hinterherrennen und bei denen die rassenhygienischen und eugenischen Komponenten seiner Sprache, nämlich die Negativzuschreibung von Eigenschaften, pauschal auf ganze Bevölkerungsgruppen und diese dann auch noch genetisch zu begründen, wird viel zu wenig diskutiert in dem Zusammenhang und es wird nur noch über eine sogenannte neue Meinungsfreiheit diskutiert, man darf heute alles sagen. Das ist auch so eine Komponente der Nichtaufarbeitung bis heute. Und dann lasse ich einfach mal die Frage auch im Raum stehen, um jetzt nicht zu weit abzuschweifen, kann ein System, das rassistische und sozial ausgrenzende Gesetze haben, nicht rassistisch und nicht sozial ausgrenzend sein? Und hat die ein Interesse daran, die herrschende Politik in diesem System, dieses Stigma aufzuarbeiten und die damals Verfolgten tatsächlich heute auch als Verfolgte, nicht nur des NS-Regimes, sondern eigentlich als dass die Verfolgung als Unrecht an sich, die Stigmatisierung als Unrecht an sich eben halt zu thematisieren. Ich möchte auch mal daran erinnern, Philipp hatte gerade über Ungarn gesprochen, wir können auch nach Österreich oder in die Schweiz gucken. Es gibt wieder Bettelverbote, eingeführte Bettelverbote, die explizit zum Beispiel auf Roma angewendet werden. Ich muss auch gar nicht an die ganze Debatte Flüchtlinge und Roma erinnern, die heute läuft.
die Zuschreibung, Einwanderung in Sozialsysteme, sozialen Schmarotzer, die Weigerung, eine strukturelle Diskriminierung von Roma in Europa als politische Verfolgung anzuerkennen, sondern ständig von Wirtschaftsflüchtlingen zu reden. Das sind alles Folgen, die mit der Nichtaufarbeitung auch von Verfolgung in diesem Sinne zu tun hat.